Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Guess the Rank. Uff. Oh, wo ist denn mein Stuhl hin? Dann nehme ich eben den guten von Ikea. Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück zu einem... Oh, das ist echt ungemütlich. Warte mal kurz, Leute, bitte ganz kurz stopp. Okay, ich brauche einen neuen Stuhl. Wir googeln mal am besten nach der coolste Gaming-Stuhl auf der Welt. Oh ja, ganz oben ist Maxnomic. Maxnomic Need for Seat, der Classic Office. Alles klar, sieht sehr cool aus. Ich bin 1,90, das passt. Oh, auch noch meinen Namen auf dem Stuhl drauf. Any Art am besten in weiß und ab in den Warenkorb. Oh, das war aber fix. Sieht machbar aus, ne? Ich würde sagen, let's go. So, jetzt aber einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Guess the Rank. Aber nochmal ganz kurz, Leute, falls euch der Stuhl auch gefallen sollte, in der Videobeschreibung ist ein Link, dort kommt ihr zu den Produkten von Maxnomic Need for Seat. Und falls ihr von mir noch ein paar Specs hören wollt über den Stuhl, gerne einmal dranbleiben. Ist auch super, super schnell vorbei, versprochen. Also, wie man sehen kann, diese Bestickung hier ist wirklich richtig bestickt. Kein Aufkleber, nein, richtig bestickt, super edel, super geil. Könnt ihr euch gerne euren eigenen Namen drauf packen oder eben auch irgendwas anderes. Aber fangen wir nochmal ganz kurz oben an. Ja, wir haben hier oben ein richtig flauschiges Kissen aus einem Niki-Stoff. Richtig samtweich und flauschig. Dann kommen wir hier mal zur Oberfläche. Ja, ist schön im Rautenmuster und Kunstleder. Also auch das richtig edel und vor allem an den warmen Tagen kann man sich schön mit dem nackten Hintern draufsetzen und es bleibt immer schön kühl. Also das als Pro-Tipp von mir einmal. Das ganz Besondere an diesem Stuhl aber ist die Lordosenstütze. Ich habe es, glaube ich, richtig ausgesprochen, keine Ahnung. Und zwar kann man das hier schön sehen, wenn man einmal hier diesen Knopf dreht, dann geht das hier rein oder raus. Heißt, du kannst, je nachdem wie groß du bist, das für dich perfekt einmal ausrichten, dass du eben auch hier für den Rückenbereich ein bisschen Support hast, um auch gut zu sitzen, ohne Rückenschmerzen zu bekommen. Dann kannst du natürlich die Armlehnen verstellen, du kannst die hoch machen, runter machen, du kannst sie natürlich nach vorne und nach hinten schieben, wenn du möchtest. Und natürlich auch seitlich drehen, geht alles. Er ist natürlich auch höhenverstellbar. Ups. Das wäre ganz hoch. Ich komme dort nicht einmal mit meinen Beinen auf den Boden. Ja, und ich bin 1,90 groß. Deswegen wieder runter. Dann haben wir natürlich auch noch die Einstellung der Rückenlehne. Du kommst bis zu 67 Grad nach hinten, also einen Winkel von 67. Das ist schon echt nice, vor allem nach so einem Rocket League Overtime Spiel, dass du gerade 2-1 gewonnen hast. Ah, schön zurücklehnen und einfach nur genießen deinen Sieg. Ja, würdigen mit diesem tollen Stuhl. Wirklich, ich sitze hier ungelogen wie auf einem Thron. Du hast hier so viel Platz und es ist quasi auch für Leute bis, naja, 130 Kilo oder eben auch 180 bis 2 Meter große Leute ist es machbar. Deswegen sitze ich hier mit meinen 1,90, aber schmalen 85 Kilo relativ gut drauf. Wirklich richtig nice. Also Leute, Link ist in der Beschreibung zu Maxnomic Need for Seat und jetzt geht's endlich los mit Guess the Rank. Am Ende der Folge erkläre ich euch noch, wie ihr Replays einschicken könnt, damit ihr auch mal dabei sein könnt bei einer Folge Guess the Rank und jetzt viel Spaß mit dem Video. So, das erste Replay ist vom guten O, er nennt sich einfach nur O und ist ein 3 vs 3 auf meiner Hassmap. Ja, mag die überhaupt nicht. So schlimm ist sie doch gar nicht. Ja, die alte war schlimmer, ne? Die Badlands, die große, die war halt schon schlimm. Ja, ja, klar. Also ich habe gerade eben gesehen, die ersten Aerials wirken noch nicht ganz so top, vielleicht noch ein bisschen Optimierungsbedarf, von daher glaube ich nicht so hoch.
Da auch. Ja, das ist jetzt aber ein. Ah, geht er zurück und holt er sich den? Den holt er sich und geht drauf. Ah, also eben auch der Wallshot hat nicht. Der war gut, der Move. Der war richtig gut, aber die anderen Mates eben waren da so ein bisschen komisch irgendwie gefühlt an der Wand. Also ich muss mal nochmal gucken. Geht nochmal hoch. Er geht schön hoch. Und. Hat er auch gut den ersten Touch, schön. Meine Gegner, guck mal, wie die so spielen. Wow. Leider ausspielen lassen. Ja, schade. Ist aber nicht drin. Haben wir Glück gehabt. Boah, tendenziell, wo siehst du die gerade? Ich find's unfassbar schwer, finde ich gerade. Würde ich schon sagen, so irgendwas mit Diamond auf jeden Fall. Also er macht das richtig gut, finde ich, so die Moves an sich. Die Mechanics stimmen auf jeden Fall. Jetzt geht er schön hoch. Schön Fast Aerial gemacht und das sieht schon gut aus. Er weiß, was er tut. Also ich überlege halt gerade, ob das vielleicht Diamond, also High Diamond 3 ist oder so, kurz vor Champ oder. Ja, würde ich auch irgendwie so sagen. Weil die Gegner, also er ist super, finde ich, der O, aber die Gegner halt allesamt irgendwie nicht so. Das irritiert mich halt gerade so ein bisschen. Ja, weißt vielleicht spielt er mit Mates zusammen, die nicht so gut sind. Ja, es finde ich echt schwierig. Also ich würde, was, boah, worauf einigen wir uns? Also ich würde Diamond 3 sagen schon. Wäre ich auch bei, aber was, ja, doch, ich bin, okay. Lass uns auf Diamond 3 einigen. Und ihr habt auch geschrieben, Leute, wir sollen nicht mehr so viel Replay zeigen, weil viele von euch schon nach ein paar Sekunden eine Meinung haben. Deswegen hier an der Stelle einmal ein Cut und zweite Runde kommt dann gleich, aber erstmal lösen wir wieder auf, was es dann geworden ist. Boah, echt Diamond 3? Ich weiß es nicht. Hey, okay, ja, doch, lass uns mal. Wir gehen ja von ihm aus. Er ist Diamond 3. Punkt aus Ende. Und damit kommt jetzt die Auflösung. Also kommen wir jetzt mal zum guten O. Wir haben dort geschätzt, er ist ungefähr Diamond 3. Waren wir beide sogar relativ einig. Letztendlich ist er Champion 2 gewesen. Oh. Es passt auf jeden Fall. Ich finde es, klar, wir haben Dia 3 gesagt. Es wirkte halt, wie gesagt, auch ein bisschen besser vom Gameplay her, einfach von der Rotation her. Aber ja, ich kann ganz ehrlich sagen, ein bisschen zu niedrig eingeschätzt. Ich bin mir nicht sicher, aber ist okay. Ich bin eigentlich zufrieden so mit dem Ergebnis. Ja, denke ich auch. Diamond 3, Champion 2 ist 2 Ringe Unterschied, war aber auch schwer einzuschätzen. Bin gespannt, wie ihr das geschätzt habt. Gerne eure Meinung in die Kommentare schreiben. Der zweite hier, HPMG55 oder so, ihr sitzt unten in der Ecke. Erstmal schön Halflip am Anfang, auch schon mal gut. Ja, das sieht schon gut aus. Besser als die von gerade eben, denke ich. Ja. Auch die Kamera ein bisschen geiler. Aber hier nochmal ganz kurz die Anmerkung, Leute, falls ihr Ideen habt, natürlich, wie wir das Format optimieren können, falls ihr doch mehr Gameplay sehen wollt oder eher ein paar mehr Cuts im Gameplay, dafür halt weniger Gerede, mehr Gameplay an sich, damit ihr noch ein bisschen mehr sagen könnt, gerne in die Kommentare schreiben, würde mich mega freuen. Und nochmal kurz der Hinweis, wir nehmen erst alle drei Replays auf und danach die Auflösung, also wir wissen jetzt quasi nicht, was der erste war. Deine Meinung? So far? Bis jetzt. Weiß nicht. Er will noch ein bisschen zeigen hier, ne? Ja, das Replay oder das Gameplay wurde wahrscheinlich aufgenommen fürs Replay. Irgendwie. Das ist ein bisschen hier Show-Moves am Start. Oh, schön hochgelegt war das aber da. Wenn die es abgesprochen haben sollten, war das geil. Gucken. Aber beirren also, die sich. Oh, ich weiß nicht, das ist schwer. Bin ich überzeugt, so. Sagen wir mal so, die Mechanics stimmen auf jeden Fall. Und das ist halt der Punkt, wo wir echt aufpassen müssen. Weil ich kann halt immer nur mit mir vergleichen. Ich habe keine Mechanics, dafür eben Stellungsspiel und bin halt irgendwie trotzdem Diamond 3, Champion 1. Und da kann es halt auch gut und gerne sein, dass die zum Beispiel auch nur Platin sind. Also rein theoretisch könnte das auch nur Platin sein, aber einfach einer mit ziemlich geilen Mechanics. Aber man merkt irgendwie Stellungsspiel oder generell so das Teamplay, das stimmt noch nicht ganz so. Irgendwas ist da komisch, oder? Findest du nicht? Ja, irgendwie. Ich weiß noch nicht, ey. Das ist echt schwer bei dem. Ja, also
Oder auch gestealt den Ball, ne? Da hat er halt nicht, ein bisschen zu greedy gewesen vielleicht. Wir wissen jetzt auch nicht, ob das ein Team ist oder so. Das wollen wir auch nicht nachgucken, wegen den Rangabzeichen. Deswegen, ja, wollen wir es nicht tun. Also, von den Mechanics her würde ich es auf jeden Fall gut einschätzen. Von den Mechanics ist auf jeden Fall ein Champion-Einspieler für mich persönlich. Aber er spielt zu ungenau, auch da wieder. Er spielt zu ungenau und das Team spielt nicht, ja, orientiert genug. Also ich glaube, das wird wahrscheinlich Platin sein. Ist er echt so niedrig schon? Ja, doch, ich glaube schon. So, die Mechanics trügen halt extrem, finde ich persönlich. Ja, dann lass mal Platin nehmen. Was würdest du für ein Platin nehmen? Ja, dann lass mal High Platin nehmen. Platin 3 ja. Lieber, ne, okay. Um safe zu sein. Alter, was machen die denn da? War das denn das der Teammate gerade, oder was? Und das auch schon wieder, ey. Ja. Also, ja. Allein von dem, also ich sag mal so, vom Stellungsspiel, von der Rotation wirkt es echt wie Platin, von den Mechanics her schon ein bisschen höher, aber ich stufe es deswegen, weil es einfach nicht so zusammengespielt ist, einfach auf Platin ein. Platin 3, einigen wir uns, ich bin gespannt. Okay. Dann kommen wir jetzt zum HPG MM15. Dort haben wir uns wirklich schwer getan. Letztendlich haben wir gesagt, Platin 3, einigen wir uns. Und das war Gold 3 Gameplay. Als ob. Schwierig. Also wirklich schwierig, weil die Mechanics sind sehr gut gewesen. Ich habe ja auch gesagt, irgendwas ist da komisch. Und das Stellungsspiel, die Rotation hat einfach nicht gestimmt. Aber Gold 3 und solche Mechanics ist dann schon sehr gut. Ist dann eher so, finde ich persönlich, ein Wunderkind in Gold 3 mit den Mechanics. Oder wie, was meinst du? Ja, das sind da wahrscheinlich so die Typen, die dann reinkommen ins Stream und sagen, hey, ich spiel besser. Ja, genau. Das ist das Paradebeispiel von den Leuten, die halt wirklich dann sagen, ich spiele besser als du, weil sie eben mehr Mechanics haben. Aber da merkt man wieder einmal mehr, Mechanics ist einfach nicht alles, liebe Leute. Der letzte im Bunde ist der Real Pax und Kamera ein bisschen näher dran als der von eben. Und das Gameplay wirkt sofort irgendwie instant langsamer gefühlt. Ja. Aber das ist, glaube ich, auch nur 2 vs. 2, ne? Ja, ist auch nur 2 vs. 2, klar. Ah. Aber da merkt man von den Mechanics. Alter, was macht der denn da? Junge, ey. Die Mechanics und das Stellungsspiel, auch wie der da sich bewegt und wie er da in die Mitte fährt, das wirkt noch nicht gut. Das ist, glaube ich, der schlechteste von allen dreien. Ja, auf jeden Fall Tor. Aber trotzdem, erster Eindruck, der schlechteste von den dreien. Ja, das kann sein. Wie gesagt, wir wissen nicht die Ränge vom zweiten und ersten. Halflip hat aber drauf. Oha, ja. Aber auch da bin ich eher bei Platin. Und da finde ich halt Mechanics nicht gut. Nicht so gut wie der vom zweiten. Und Stellungsspiel aber auch nicht so gut. Dann müsste ich es theoretisch schon fast in Gold einstufen. Meinst auch da, du? Das. Ich will ja vielleicht doch. Low Platin gehen. Platin 1, meinst du? Ja, so ungefähr. Okay, können wir uns auch sehr gerne darauf einigen. Aber da will ich schon noch ein bisschen angucken, weil, aber auch der Kickoff, den mache ich auch nicht besser, aber den mache ich bewusst nicht besser, weil wir ja so unsere eigene Taktik haben dabei. Aber dran. Das Gameplay wirkt zu langsam. Overall, ja. So alles in allem einfach zu langsam und auch da fehlt die Absprache so ein bisschen, wer geht raus, wer rotiert, bei den Gegnern aber auch gerade hier. Ja, ich würde trotzdem sagen, so irgendwie Platin. Platin 1? Ja. Da haben sie sich irgendwie weg hier. Oh, Junge. Ja, schöner Touch aber da noch. Aber auch da zu lange in der Luft geblieben, irgendwie gefühlt ein bisschen getänzelt. Ja, schwer, ey. Könnte aber auch Gold sein. Ich wäre halt eher bei Gold, aber wir können, lass mal lieber Low Platin sagen, also Platin 1. Ich glaube, dann sind wir besser bedient. Ja, okay, dann also, machen wir das. Ja. Machen wir das so, Leute, und dann sehen wir uns jetzt gleich wieder zur
Auswertung. Und damit kommen wir jetzt zum dritten, und zwar zu Real Fragezeichen Pax. Dort haben wir uns letztendlich schwer getan, auf Platin 1 eingestuft, waren auch irgendwie bei Golds. Wir haben gesagt Platin 1 letztendlich und es war Dia 2. Eieiei. Also, hat er einen ganz schlechten Tag gehabt oder so? Dann hat er echt einen ganz schlechten Tag. Wenn das Dia 2 war, sorry dafür, lieber Real Pax, ne? Sorry dafür auf jeden Fall, aber das wirkte für mich leider doch nicht wie Dia 2. Einfach von allem her, von den Mechanics und auch vom Stellungsspiel her. Weiß ich nicht. Okay Leute, wie war eure Meinung? Ich hoffe, ich habe einige Kommentare von euch schon lesen können. Im Vorfeld natürlich, bevor ihr die ganze Auswertung gesehen habt, schreibt auch noch gerne eure Auswertung in die Kommentare. Denkt ihr, die Ränge habt ihr oder wir gut geschätzt oder eben nicht? Und auch nochmal ein Dankeschön an Nekor fürs Dabeisein. Und falls ihr selber mal mitmachen wollt, sehr gerne dranbleiben. So könnt ihr auch mal dabei sein bei Guess the Rank. So könnt ihr mitmachen. Schickt mir eine E-Mail an anyartlp@gmail.com mit dem Betreff Guess the Rank. In dieser E-Mail könnt ihr super gerne eure Lebensgeschichte erzählen. Ich brauche aber auf jeden Fall ein paar Informationen und einen Anhang. Kommen wir mal zuerst zum Anhang. Und zwar brauche ich dort eine Replay-Datei eurer Runde, die ihr mir präsentieren wollt. Falls ihr nicht wisst, wie ihr mir ein Replay zuschickt, in der Videobeschreibung ist ein Link zu einem Video, das alles haarklein erklärt. Und dann sollten hoffentlich da auch keine Fragen mehr dazu auftauchen. Die Infos, die ich brauche, sind folgende. Ich muss wissen, wie du bei Rocket League heißt, damit ich mir auch die richtige Sicht des Replays angucke. Und ich muss wissen, welchen Rang du gerade bei diesem Replay hattest. Ich werde mir dann erstmal dein Replay runterladen, ohne den Inhalt zu lesen, und bin dann super gespannt, wie ich dich einschätzen werde. Also, legt jetzt los und schickt mir eure Matches. Ich bin super gespannt darauf. Die erste Folge kommt dann in 2 Wochen und insgesamt 2-mal pro Monat. Falls du es noch nicht getan hast, abonniere gerne diesen Kanal hier und lass einen Daumen nach oben auf dieses Video da. Bis zum nächsten Mal. Tschüssikowski.